Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon in der schwarzen Edition. Schwarze Edition Nummer 1. Ein wildes Flunschlick. Ich wollte eigentlich jetzt gerade zurück, aber okay. Dann Kev Game, komm. Mach es mit einem Rankenhieb fertig. Oh oh. Macht sich bereit für was? Es ist sehr effektiv, aber... Statik. Oh nein! Tarnung. Das kann ich angreifen. Glaub's nicht. Ja, schön. Ich bin eh schon paralysiert. Es ist sehr effektiv. Finde ich gut, aber... Das Problem ist, dass sie jetzt hier gerade echt... Ja, es macht sich bereit für was. Rankenhieb, komm. Sehr effektiv. Kev, komm, du schaffst es. Rankenhieb. Jawohl. Und damit hat er Stufe 32 erreicht. Okay. So, nee, ich wollte ja eigentlich woanders lang... Aber ich muss hier oben irgendwas übersehen haben. Hier habe ich irgendwas übersehen. Sommer. Es ist Sommer 1996. Tiefblau, möchtest du den Surfer einsetzen? Nein. Da muss doch irgendwie es weitergehen. Ah, das gibt's da nicht. Weil die Route 8, die kommt, glaube ich, erst nämlich später dran. Und das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, guck mal, hier kann ich auch lang. Okay. Muss ich gerade überlegen, was brauche ich hier für Pokémon? Ich glaube, das war jetzt hier die Chance von Darklink, ne? Machen wir einfach mal Dark... Kev weg und machen das so. Seht ihr, es ist schwindelig vom Aufbau dieser Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. Oh mein Gott, er will mich aufhalten. Nein! Schwarzgurt Elliot. Oder Elliot. 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 So, mit was für einem kommt er? Ein Petsneef. Och, geh. Ich muss auch noch das Petsneef in meinen Kader mitnehmen. Das Problem ist, dass er halt noch nicht so stark genug ist. Aber okay, gut. Machen wir mit einem Brandstempel platt. Komm, Petsneef. Tschüssi. Oh, sehr effektiv. Petsneef wurde besiegt. Noch ein Petsneef. Nö, ich möchte weiterkämpfen. Ein weiteres Petsneef, das einen Brandstempel mitten ins Gesicht bekommt. Immer mitten in die B-B-Bam. Sehr effektiv, ja. Und es gibt wieder 232 EP. Frigometri ein. Wir bleiben trotzdem bei dem Pokémon. Weil Frigometri klingt auch wieder nach Eis. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Es wird schnell vernichtet. Das ist effektiv und es war ein Volltreffer. Tja, das war das Frigometri. Und damit haben wir Schwarzkurt Elliot besiegt. Und es gab viele schöne Pokédollar. Oh, das dreht sich dann. Hui! Ach verdammt, ich muss an der lang. Mist. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Also, liebe Dame, bisher wurde ich immer um einen Tanz gebeten, aber um einen Kampf natürlich gerne doch, ja? Aia! Satsuki! Kämpferin Satsuki! Frigometri! Ein Frigometri zum Mitnehmen, bitte. Los, Darklink, mach ihn platt. Der Darklink, der hat hier richtig viel zu tun. Dann zeigen wir ihm mal mit einem Brandstempel-Reflektor. Nein! Brandstempel ist aber kein physischer Angriff. Das ist ja ein normaler Angriff. Und der kann dich dann nicht davor beschützen.
Wobei ich eigentlich mir vorstelle, dass ein Brandstempel doch eher mehr physisch ist, als dass es irgendwas anderes. Aber okay, gut. Hast echt kein Level Up? Ich glaube, du warst bisher mein stärkster Gegner. Oh, sogar deine Trainerin ist dann schwächer. Okay. Hui. Toll, an dem komme ich wohl auch nicht vorbei ohne so, ne? Na, war klar. Versuche immer ruhig zu bleiben und die Kampfsituation genau zu überblicken. Schön, dass du dich da immer so ruhig verhalten kannst, aber ey, das ändert nichts, lieber Schwarzgurt Jannis. Mit deinem Petsneef wirst du nicht viel weiterkommen, denn ich habe einen Darklink und der wird jetzt zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hängen hat. Mhm. So, Brandstempel. Und tschüss, Petsneef. Aber er ist so süß. Aber immer noch keine Level Up. Hä? Was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Tja. Anscheinend doch. So, gehen wir jetzt mal hier lang. So, so. Ne, ich muss wahrscheinlich hier lang. Hier runter. Da hoch. Ah ne, da komme ich gar nicht lang. Okay, gut. Ich habe ein bisschen falsch gedacht. So. Da lang. Da lang. Mal gucken, ob es so geht. Da komme ich da runter. Dann gehen wir nach oben. Nee, da komme ich auch nicht lang. Wenn ich da lang gehe, dann komme ich wieder dahin. Verdammt. Ach, Mist. Wieder verschätzt. Ach, wie wär's, wenn ich da lang gehe? Könnte fast logisch sein, ne? Ja, wie immer ist das Problem nicht, ob ich kämpfen kann oder nicht, sondern ob ich kämpfen will oder nicht. Ja, willst du denn kämpfen? Scheinbar schon. Also es ist kein Problem. Hast du also ganz genau dich festgelegt. Elena wird mit einem Petsneef wieder gegen mich antreten. Haben die hier alle nur Petsneefs oder was? Aber das ist so süß. Oh Mann, freue ich mich schon, wenn ich meine Capture-Card für den 3DS habe. Dann kann ich mit euch auch noch die anderen ganzen Pokémon-LPs spielen. Sehr effektiv. Und das Petsneef wurde besiegt. Und zack. Oh, Anime-Fan hat Stufe 34 erreicht. Das ist schön. Gelatropo ein. Nein. Na, mal gucken. Das finde ich auch so cool. Komm, du kriegst eine Nitro-Ladung. Und tschüss. Sehr effektiv, war klar. Meine Initiative steigt sogar. Finde ich sehr gut. Elena besiegt. Wenn du nicht kämpfst, hast du nicht gewonnen. So, ich muss jetzt wahrscheinlich hier runter. Und darüber. Dann wahrscheinlich hier lang. Er wirbelt mich hier rüber. Und dann muss ich nach da oben. Genau. Und dann hier rüber. Und dann... Ah! Genau. Richtig abgepasst. Und dann hier rüber. Oh, verdammt. Komme ich an der vorbei? Nee, weil da ein Stein ist. Och, Mann. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Aber gut. Sie will gegen mich kämpfen. Dieser rutschige, gefrorene Boden ist perfekt, um seine Balance zu verbessern. Meine Balance ist gut, ja. Ich mache Yoga und so weiter. Nein, meine ich nicht. Keine Sorge, ich mache kein Yoga. Aber egal. Solveig. Also Solveig. Gelatropo wird in den Kampf geschickt. Gelatropo bekommt jetzt eine Nitro-Ladung. Ein freier Hause. Eine frische von der Darklink. Eine frische Nitro-Ladung mitten in deine Gesichter, dass du anfängst zu schmelzen und es schmeckt dir so gut. Ja, das war das Gelatropo. So. Gelatropo wurde besiegt. Und Darklink erhält massig Punkte und ja, wieder keine Level Up. Ah, noch ein Gelatropo. Okay, komm. Ich meine, der Darklink, der macht die ganze Zeit alles. Kann man ja mal machen, ne? Ich zwar lieber ein Glurak oder sowas, aber... Hm. Gut.
Und Gelatropo wurde erneut besiegt. Darkling erhält 559. EP ist Stufe 47. F-Game erreicht Stufe 33. Und Anime-Fan erreicht keine Stufe. Ich habe verloren, weil ich ausgerutscht bin. Ach ja. Ach, wenn man keine Ausreden hat, dann erfindet man eben mal welche, ne? So. Dann muss ich da lang. So. Dann da lang. Und da lang. Verdammt. Mist, da ist schon wieder ein Kampf. Ich bin der König aller Kampfsportarten. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Wenn da jetzt irgendeine Eisattacke oder irgendwas in der Richtung kommt, dann zweifle ich irgendwie daran, dass er denen das beigebracht hat. Also ein Gelatropo darf jetzt nur mit physischen Attacken kommen. Weil ich glaube nicht, dass er irgendwie so eine Eisattacke selber beherrscht. Würde ich jetzt zweifeln. Aber gut, bevor überhaupt ein Gelatropo ansatzweise dazu in der Lage ist, da was zu machen, hat es sich eh schon erledigt mit ihm. Zack und tschüss. Das war das Gelatropo. Zack und tschüss. Und Anime-Fan erhält auch noch EP. Ein Petsneef. Ja, gut, wenn ich nur immer ein Pokémon einsetze, wird das Ganze natürlich dann doch ein bisschen eintönig. Aber ja, warum nicht? Ich habe noch Flammenwurf, den könnte ich auch noch einsetzen. Macht sich bereit. Gut, das ist vielleicht seine physische Energie sammeln, könnte man jetzt sagen. Übersteht die Attacke. Echt? Komm, kriegst du einen Flammenwurf. Brenne, Petsneef, brenne. Selbst wenn du so süß bist. Und besiegt, König aller Karatekämpfer, hätte ich nicht gedacht, dass ich verliere. Hätte ich eigentlich doch schon gedacht. So, zack, hier rüber. Hier rüber. Hier lang, hier lang. Und jetzt da lang. Und nach oben. Und schon sind wir beim Meister. Aus seinem Gesicht spricht die wilde Entschlossenheit, den Arenaleiter herauszufordern. Nun dann, lass uns keine Zeit verlieren. Round 1, fight! Trodorb gegen Sandro. Leiter Sandro kämpft mit Gelatropo. Ernsthaft? Das ist für mich, glaube ich, die einfachste Arena-Leiter ever. Machen wir eine Nitro-Ladung. Hat sich das für dein Gelatropo schon erledigt? Sag ich doch. Sehr effektiv. Ich habe noch die Initiative. Ich habe bisher eine Energie verloren, aber ich glaube, die habe ich nicht hier drin verloren, oder? Siberio ein. Nö, wir bleiben bei Dark Link. Oh, ein Eisbär. Ich glaube, das ist eine weiterentwickelte Form von einem Petsneef. Weil der so bärig aussieht und trotzdem in seinem Gesicht da dieses runtersabbert. Angeberei. Nein, 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 nein. Steigt stark. Nein! Verwirrt. Du bist stark. Nein, du und dein Team, ihr seid stark, wenn ihr gemeinsam kämpft. Das ist jetzt gerade doof, dass ich verwirrt bin. Flammenwurf. Oh nein, ich treffe mich selber. Ich habe mich selbst verletzt. Lake ein. Das ist jetzt nicht sehr gut. Flammenwurf, komm. Ich bin nicht mehr verwirrt. Ja, dein Siberio hat sich wohl gerade erledigt, hä? Rigometri ein. Wir bleiben hierbei. Ein Training ist erst dann auch wirklich Training, wenn man bis zum Äußersten geht. Und dann war den Titelsong von Pokémon. Und damit hat es sich erledigt. Und ich habe den nächsten Arena-Orden bekommen. Und Anime-Fan erreicht noch Stufe 35. Schön.
Leiter Sandro, du und deine Pokémon-Team, ihr gebt ein wirklich gutes Gespann ab. Diesen Sieg habt ihr euch reglich verdient. Och, ich finde die Pokédolle viel wichtiger. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung, daher überreiche ich dir dieses hier. Den nächsten Orden! Was will man mehr? Oh, damit fehlt mir nur noch ein Orden. Ein Eiszapforden. Du hast 7 Orden. Das bedeutet, dass dir nun Pokémon bis Level 80 gehorchen. Und nimm auch dieses TM als Zeichen meiner Wertschätzung. Eisodem. Eisodem ist eine Attacke mit Volltreffergarantie. Okay, gut. Das war jetzt too easy for me. Da bin ich jetzt schnell wieder zurück. Oh. Todip, ich habe bereits mit Bell darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem ich von Aventia aufgebrochen bin. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass mir nichts von all dem noch zusagt. Bin ich es, der stärker geworden ist, oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, unser Sharon. Wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Todap, ich werde mich jetzt zum Poké-Fanclub aufmachen. Ich will ja auch herausfinden, was ich gerne mache und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich bin Belle und das hier ist Sharon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Wow. Nichts anderes haben wir vom Arenaleiter von Nevaio City erwartet. Selbst Schatten gestalten wir uns, das Finstrio. Hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur Todap mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Geses will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort von Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey ihr, klärt mich mal auf. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst, denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunig zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt noch nördlich von hier, nicht? Ja, hallo, und was ist mit mir? Ach nein. Was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt mit den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll ich nur noch gleich gewesen sein? Nördlich von hier oder nicht? Ja. Genau. So, damit haben wir den nächsten Arena-Orden bekommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, werde jetzt ein bisschen meine Pokémon in Entspannung wiegen und sage bis zum nächsten Mal, denn ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.